OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er ist ein bisschen das, was man das Enfant terrible der SPÖ bezeichnen könnte, der schon mehrmals in der SPÖ dann wieder draußen war und jetzt will er SPÖ-Chef werden. Die Rede ist erraten von Rudi Fussi, Kommunikationsberater, Kommunikationsprofi, einstiger Berater von Christian Kern, der jetzt in aller Freundschaft, was immer das auch in der SPÖ heißen mag, Andreas Babler, den formalen SPÖ-Vorsitzenden, herausfordern will. Warum er das macht, welche Chancen er hat, das werde ich jetzt Rudi Fussi fragen. Damit schönen guten Abend. Vielen Dank, Frau Daniel, für die Einladung. Herr Fussi, sehr viele Leute innerhalb der SPÖ, aber auch außerhalb der SPÖ haben in einer ersten Reaktion auch zu mir gesagt, jetzt ist er komplett durchgedreht, als Sie bekannt gegeben haben, dass Sie antreten wollen. Ich frage jetzt so direkt, sind Sie komplett durchgedreht? Na, offensichtlich, wenn man meine Rede gesehen hat, hat man ja gemerkt, dass da ein offenbar völlig Verrückter gesprochen haben muss. Wobei ich sagen muss, als ich mit meiner Familie und meinem Mann darüber sprach, kandidieren zu wollen, war die Reaktion nicht unähnlich dieser Frage. Mhm. Verständlicherweise. Sie sagen jetzt selber verständlicherweise, jetzt muss man dazu sagen, Sie sind jung zur SPÖ gekommen. Sie haben sich damals, für jene, die es nicht wissen, gegen die Eurofighter, Abfangjäger engagiert, damals auch ein sehr erfolgreiches Volksbegehren gemacht. Ich damals junge Journalistin, Sie junger Aktivist, wir haben uns damals kennengelernt. Gebe ich jetzt quasi aus Transparenzgründen auch bekannt. Da waren Sie der SPÖ verbunden, Sie sind dann aber auch immer wieder im Zorn aus der SPÖ rausgegangen, ja. Haben dann auch andere beraten, wie zum Beispiel Team Stronach, und sind 2023 zur SPÖ zurückgekehrt. Eigentlich galt hier Andreas Babler als Ihr Freund. Was ist denn schiefgegangen? Gar nichts. Ich möchte nur berichtigen, ich bin tatsächlich im Alter von 23 in die SPÖ eingetreten, bin dann aus Ärger über Werner Faymann, die Inseratenpolitik und vor allem das Opfern der Grundsätze einmal da der Macht ausgetreten, war bei keiner anderen Partei dazwischen Mitglied und bin 23 eingetreten. Und das, was man öffentlich weiß, dass meine Firma das Team Stronach beraten hat im Aufbau, das ist völlig richtig, da haben Sie recht. Aber 99% unseres Geschäftes machen wir mit Werbung, also mit Plakaten etc., also nichts Politisches. Und warum ich den Andreas Babler unterstützt habe, ich wollte, dass er Parteivorsitz. Nein, Sie haben ihn nicht unterstützt. Jene Zuschauer, die sich erinnern können an unsere Duelle. Ich habe Hans-Peter Doskozil dann unterstützt im Duell. Ich wollte immer und habe das öffentlich gesagt, wenn Babler kandidiert für den Parteivorsitz, trete ich ein. Aber Sie erinnern sich, Christian Deutsch hat damals das Prozedere so gewählt, dass man gesagt hat, Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Und da habe ich meinem Freund Andi Babler gesagt, Parteivorsitzender, ja, Kanzlerkandidat bist du keiner. Und diese Meinung hat sich nicht geändert und da war deswegen die Unterstützung für Hans-Peter Doskozil für mich völlig klar, warum. Um das zu garantieren, was Andreas Babler nicht geschafft hat, nämlich ein gutes Ergebnis für Herbert Kickl zu verhindern, weil, wie Sie wissen, ich ständig die Meinung vertrete, dass man in der Asyl- und Migrationspolitik eine realistische Politik machen muss und keine, die von linken Innenstadteliten geprägt ist, die davon ausgehen, dass nur nette Menschen zu uns kommen und dass, egal wie viele kommen, wir sie auch aufnehmen können. Denn unsere staatliche Infrastruktur kommt an ihre Grenzen, ist teilweise über den Grenzen, wenn ich an Containerklassen denke. Das ist aber bitte nicht die Schuld der Zugewanderten. Es ist die Schuld der Politik, weil die Infrastruktur nicht mitgewachsen ist. Wir kommen dann noch zu dem Thema, aber Ihr Hero, der Hans-Peter Doskozil, oder besser gesagt das Nationalratswahlergebnis im Burgenland hat so ausgeschaut, dass die SPÖ im Burgenland auf Platz 3 abgestürzt. Es war insgesamt katastrophal. In Wien waren es nur, glaube ich, 29%. Aber immerhin Platz unter Christian 1 und Kern. Plus 2,5% im Vergleich zum letzten Mal. Das ist richtig, wenn Sie Burgenland das so sagen. Die SPÖ nochmal verloren. Wundert mich nicht, man wird dort nicht so gelaufen sein, nehme ich an. Dass sie extrem laufen werden. Ja, das eine ist, was man öffentlich sagt und das andere ist, was man tut. Aber noch einmal zur Einordnung. Als Sebastian Kurz, der Hero, ein echter Hero der ÖVP, kandidiert hat, hatte Christian Kern in Wien 35%. Jetzt haben wir 29%.
Das war 2017. Ja. Nur damit man der Wahrheit die Ehre gibt. Aber Sie haben völlig recht, das Ergebnis der SPÖ ist in allen Bundesländern erschütternd gewesen. Und es war ja nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch der Umgang mit dem Ergebnis der Verantwortlichen, das mich dazu geführt hat, zu kandidieren, welches ich als erbärmlich empfunden habe. Das sagen im Hintergrund sogar einige SPÖler, aber trotzdem sagen die, warum gerade jetzt? Weil jetzt für mich der perfekte Zeitpunkt ist. Wir sind jetzt mitten am Beginn der Sondierungsverhandlungen. Jetzt kann man mediale Fläche nehmen, weil saure Gurkenzeit ist. Man sieht ja diese ein-, zwei-Wort-Antworten, wenn die Menschen aus der Hofburg kommen und sonst ist wenig los. Und es ist jetzt notwendig, die SPÖ zu erneuern, denn wäre es besser gewesen vom Zeitpunkt her, ich hätte es in einem Jahr gemacht und dann eine Regierung gesprengt? Glaube ich nicht. Das heißt, der Zeitpunkt wird vorgebracht als Schutzargument jener, die sich jetzt gerne auf die weich gepolsterten Stühle in der Regierungsverantwortung setzen würden. Nur mein Ziel ist es, den kleinsten gemeinsamen Kompromiss jetzt zu verhindern und echte Reformen in einer Reformregierung durchzuführen. Aber sind Sie damit nicht so etwas Ähnliches wie ein nützlicher Idiot für den Herbert Kickl, der jetzt nämlich herumrennt und auch der ÖVP in den Gesprächen, die er jetzt einlädt, er lädt ja jetzt als erster nach dem, was Van der Bellen gesagt hat, alle anderen ein, sagen wird, echt mit den Roten, die nicht einmal einig sind, wer jetzt ihr Parteichef ist, wollt ihr koalieren? Also erstens hoffe ich, kein Idiot zu sein. Nützlich zu sein hoffe ich schon. Dem Land und meiner Partei. Aber ich halte das für Scheinargumente, denn wenn die Österreichische Volkspartei mit Herbert Kickl koalieren wollte und ihn zum Kanzler machen wollte, dann braucht sie mich nicht dafür, das kann sie selbst entscheiden. Und ich glaube Karl Nehammer zu 100%, dass er nicht daran denkt, mit Herbert Kickl zu koalieren. Das sind vorgeschobene Argumente. Herbert Kickl ist nicht fähig, ein Staatsamt zu übernehmen, aus zwei Gründen, weil er die Gesellschaft spaltet und so tut, als würde man jetzt, wenn man schnippt, und alle Ausländer wären weg, wäre unser Land konkursreif. Und das Zweite ist, wer sich mit Menschen umgibt, die dem Nationalsozialismus nachtrauen und um nichts anderes handelt, sich im Wesentlichen bei der identitären Bewegung, der ist nicht würdig, auch nur irgendein Amt in der Republik zu übernehmen. Aber trotzdem verstehen Sie, und das sagen ja sogar Sozialdemokraten, dass Sie jenen Fliehkräften in ÖVP oder auch in der SPÖ Munition geben, die sagen, schwarz und rot kann nichts werden? Naja, aber ich glaube nicht, dass Menschen wie Laura Sachsländer in der politischen Debatte relevant sind, um ehrlich zu sein, ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Aber das spielt in meiner Bewertung wirklich keine Rolle. Mhm. Jetzt ist es so, dass sehr viele rätseln, macht das Rudi Fussi wirklich nur für Rudi Fussi oder steckt da in Wirklichkeit ein anderer dahinter? Immer wieder genannt wird Christian Kern deswegen, weil Sie ihn ja seinerzeit auch beraten haben, als er SPÖ-Kanzler war. Wir sind auch hervorragend befreundet. Ihr seid es auch, genau, aber Sie sind beide auch miteinander privat befreundet. Ja. Also jetzt... auch wenn man sowas normalerweise nie ehrlich beantwortet, aber ich frage trotzdem. Sie können fragen und ich kann Ihnen eine ganz ehrliche Antwort geben. Kandidieren Sie damit später, zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem nützlicheren Zeitpunkt, Christian Kern rauskommen? Nein, könnte? Ich kandidiere, um Parteivorsitzender der SPÖ zu werden und die SPÖ in die Zukunft zu führen. Punkt. Und selbst wenn... Ich bin ja kein nützlicher Idiot in dem Sinne, dass ich jetzt 14.000 Unterschriften sammle und dann kommt jemand und sagt, das ist aber sehr nett von dir, Rudi, dass du das gemacht hast, bitte tritt zur Seite. Das kann ich Ihnen schriftlich von mir aus in einem Notariatsakt geben. Ich werde nicht zur Seite treten. Nicht einmal für Christian Kern? Für niemanden. Mhm. Würden Sie Christian Kern für den richtigen Parteichef der SPÖ halten? Christian Kern hat eine Rückkehr in die Politik ausgeschlossen. Also insofern ist die Frage eine Konjunktivfrage sozusagen, eine Frage, die sich gar nicht stellt und Fragen, die man nicht stellen braucht, braucht man auch nicht zu beantworten. Die kurze Antwort ist, leider Gottes will er nicht zurück in die Politik. Ich hielt ihn für eine hervorragende Bereicherung eines Regierungsteams, das ist keine Frage, aber ich respektiere den Wunsch meines Freundes, dass er salopp formuliert die Schnauze voll hat. Und er hat mich auch explizit mehrfach davor gewarnt, jetzt zu kandidieren. Und hat auch, warum hat er sie gewarnt? Weil er gesagt hat, du wirst hart angegriffen werden. Du wirst von den Machthabern, von den Wienern, von den Gewerkschaftern, die Verantwortung haben, dass Andreas Babler Parteichef wurde. Und jetzt haben sie ihn eingehegt, weil sie Doskozil verhindern wollten letztlich. Genau.
Und jetzt haben sie ihn eingehegt. Das war ja keine Entscheidung für Andreas Babler, wie wir wissen. Das war eine Entscheidung gegen Hans-Peter Doskozil. Und dann hat man ein Verhalten gewählt und dann hat Babler alleine gelassen. Man hat ihm nicht einmal das Recht eingeräumt, auf der Bundesliste Erneuerungssignale zu setzen. Und ich finde, diese Retropolitik, dass man immer mächtig sein will, Gewerkschaft und die SPÖ Wien, aber keine Verantwortung übernimmt, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich unsolidarisch. Hätten Sie immer noch gern, dass Hans-Peter Doskozil die SPÖ übernimmt? Das hat Hans-Peter Doskozil erstens ausgeschlossen und zweitens kann ich es aus einem Grund nicht wollen, weil ich die Partei übernehmen will. Mhm. Gut, aber was würden Sie mit der SPÖ gern machen? Ich würde sie gerne von Grund auf erneuern. Von Grund auf erneuern. Sie haben jetzt gerade verschiedene Machtblöcke der SPÖ angesprochen und mir hat eigentlich jemand gesagt, mit sehr, sehr viel Erfahrung in der SPÖ, er kennt eigentlich mittlerweile schon langsam niemanden mehr, der diese SPÖ noch führen könnte. Wieso trauen Sie sich das zu? Vielleicht überschätze ich mich auch. Das ist ja möglich. Aber grundsätzlich glaube ich, dass eine Ausrichtung, die sozialpolitisch links ist, die in der Wirtschaftspolitik pragmatisch ist, die dem Wirtschaftsstandort dient, Arbeitsplätze schafft, Wohlstand schafft und sichert und in der Migrations- und Asylpolitik klar und realistisch ist, der richtige Kurs für meine Partei ist. Und ich glaube, dass man diese Flügel zusammenführen kann. Und er hatte recht damit. Aber er ist damit gescheitert in der eigenen Partei. Ja, weil diese Partei leider Gottes eine wirkliche Reform braucht. Und wenn sie jetzt am historischen Tiefstand nicht erkennt, dass sie das braucht, dann kann man sie zusperren. Jetzt haben Sie eigentlich schon ein Gespräch mit Andreas Babler geführt? Nein. Das heißt, es gab keinerlei Kontaktaufnahme, weder von Ihnen noch von ihm? Nein, ich habe ihm vor einigen Tagen eine Sprachnachricht geschickt, das ist aber privat, aber ich werde gestern nachgefragt, wie man ihn denn offiziell kontaktieren kann und am Wochenende wird es Terminanfragen geben an die Landesparteivorsitzenden und auch an den Bundesparteivorsitzenden, aber es wurde mir signalisiert, dass daran kein Interesse bestünde, was ich dann zur Kenntnis nehmen müsste, wenn es dann so wäre, aber warten wir mal ab. Hat irgendjemand von den Länderchefs mit Ihnen Kontakt aufgenommen? Nein, niemand, was mich einerseits überrascht, denn es gab ja Vorgespräche vor der Wahl, wie Sie wissen, wurde immer wieder kolportiert, dass man entweder Peter Hanke oder jemand anderen die Regierungsverhandlungsverantwortung überträgt. Da wurde auch Christian Kern genannt. Völlig richtig. Und jetzt gab es ein Minus und die Landesparteichefs haben sich für ein Weiter-so entschieden, was ich für einen schweren Fehler meiner Landesparteivorsitzenden halte. Sie gehören nicht mir, aber die Landesparteivorsitzenden meiner Partei. Das finde ich im Übrigen immer sehr lustig, wenn sich Leute darüber beschweren im Internet, dass man sagt, meine Partei. Na, wenn man Mitglied ist in einer Partei, ist es meine Partei. Nein, niemand. Aber vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht schaut ja jemand zu und entdeckt plötzlich Mut oder ein offenes Herz. Also von meinen Recherchen her sind, und das ist in der SPÖ fast überraschend, Herr Fussi, sind Sie alle geschlossen gegen Sie? Das ist die beste Ausgangsposition für jemanden, der das Establishment verräumen will, oder? Nicht einmal Hans-Peter Doskozil. Mit Hans-Peter Doskozil habe ich seit dem Parteitag in Linz keinen Kontakt gehabt. Weder schriftlich noch mündlich noch sonst was. Aber ich glaube, er hat ja auch klargemacht, dass er sich auf die burgenländische Landtagswahl konzentriert. Und ganz ehrlich, ob mich 9 Leute kontaktieren oder so wie über Nacht 1200 E-Mails gekommen sind von Menschen aus der Partei, nicht alle positiv, aber mindestens 90%, das war etwas, das mich heute Morgen sehr berührt hat. Okay, aber was haben die, ich kann mir in etwa vorstellen, was die geschrieben haben, die nicht positiv waren, nämlich ob sie komplett durchgedreht sind? Nein, sondern der Zeitpunkt, Parteischaden, genau. Warum ich mich wichtig mache, ob das jetzt eine reine Fussi-Ego-Show sei. Und ich verstehe das ja auch, dass man den Eindruck gewinnen kann. Es ist nicht so, dass ich diese Menschen verurteile, wenn sie das schreiben oder den Eindruck haben. Ich kann nur dann appellieren und einladen dazu, mich die nächsten Wochen und Monate zu beobachten, ob ich dieses Miteinander, diesen Stil der Wertschätzung lebe, was ich angekündigt und versprochen habe, um meinem eigenen Anspruch zu genügen, den ich an Politiker stelle. Denn wir kennen uns ewig. Ich bin seit gestern in der Politik für mich. Und seit gestern gilt auch für mich, an mich selbst, ein anderer Maßstab. Vorher war ich der kasperlende Kommentator der österreichischen Innenpolitik, der Hofnarr, vielleicht der Mächtigen oder wie immer man das bezeichnen mag, ein erfolgreicher Unternehmer, ein Kabarettist, ein Aktivist, viele Rollen in meinem Leben gehabt. Jetzt habe ich die Rolle, dass ich tatsächlich ernsthaft, voller Entschlossenheit, voller Mut, voller Freude, ohne übertrieben enthusiastisch zu sein, sondern realistisch, eine Einladung auszusprechen an 138.000 andere Genossinnen und Genossen in der Partei,
ein Reformangebot anzunehmen. Mhm. Und wenn es nicht angenommen wird, wird es nicht angenommen, mein Leben geht weiter. Bevor wir in eine kurze Werbepause schalten, möchte ich noch, was haben denn die geschrieben, die positiv waren? Also was beste Rede seit Jahrzehnten eines Sozialdemokraten. Endlich einmal jemand, der die Wahrheit sagt. Und solche Dinge, die mir selbst unangenehm waren beim Lesen, weil sie mich erhöht haben auf eine Art und Weise, die mir nicht zusteht. Aber voller Liebe getragen und das war das Schöne. Mhm. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben weiter, wie Rudi Fussi diese 13.800 Unterschriften von SPÖ-Mitgliedern zusammenkriegen will, was passiert, wenn er es nicht schafft und letztlich, was er dazu sagt, dass einige Sozialdemokraten der Meinung sind, er ist Teil einer Verschwörung gegen die Sozialdemokratie. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum Interview mit dem roten Enfant terrible, das sich aufmacht, um SPÖ-Chef zu werden und das Unmögliche möglich gemacht hat, nämlich die SPÖ zu einen gegen sich, Rudi Fussi. Schönen guten Abend. Erneut schönen guten Abend und vielen Dank noch einmal für die Einladung. Rudi Fussi, wir haben vor der Werbepause, haben Sie erzählt, über die E-Mails, die Sie bekommen haben, 1200, das ist recht ordentlich. Viel in kurzer Zeit, aber gleichzeitig haben Sie noch eine sehr, sehr große Hürde vor sich, um sich überhaupt zu einem Mitgliederentscheid stellen zu können, und das wollen Sie ja, brauchen Sie 13.800 Unterschriften von SPÖ-Mitgliedern. Ja. Wie wollen Sie denn das schaffen? Noch dazu aus vier verschiedenen Bundesländern müssen diese zumindest. Ja, ich muss das nicht schaffen. Ich kann es schaffen. Dann nehme ich, wenn ich bin nur einer von 138.000 Mitgliedern in der SPÖ und ich rufe auch an dieser Stelle wie in jedem Interview dazu auf, der SPÖ beizutreten und mich zu unterstützen. Die Partei. Das heißt, neue Mitglieder könnten Sie auch. Davon gehe ich aus. Mhm. Das ist im Statut leider alles unklar. Digitale Unterstützung. Ich kann nicht kontrollieren, ob auf den Zetteln, die mir zugeschickt werden, ob das SPÖ-Mitglieder sind, weil man kann irgendwelche beliebigen Mitgliedsnummern eintragen. Es ist nicht geklärt, wer das kontrolliert. Da gibt es gute Gespräche mit der Löwestraße. Auch an dieser Stelle ein Danke für die gute Zusammenarbeit. Also da gibt es doch eine Kommunikation. Hervorragend. Die Mitarbeiter der Löwestraße in diesem Bereich sind hervorragend und arbeiten kooperativ zusammen. Warum? Wir haben ein Statut, das zwei Möglichkeiten vorsieht. Einen demokratischen Mitgliederentscheid durchzuführen, weil manche vom Putsch reden, was völlig skurril ist aus meiner Sicht. Die erste Möglichkeit ist, Unterschriften zu sammeln, 10% der Mitglieder. Die zweite ist, der Bundesparteivorstand könnte es beschließen. Würde ich ihm auch raten, ehrlich gesagt, weil sonst würde der Prozess viel zu lange dauern. Und wenn die Herrschaften einmal sehen, dass die Unterschriften am Tisch liegen, relativ rasch, wäre das der schnellste Weg. Das würde auch für die Regierungsbildung am wenigsten beeinflussend sein. Wie ich es schaffen will, ist einfach durch Auftritte. Ich werde eine Tour im November machen durch alle Bundesländer. Ich werde jede Woche ein neues Stück meines Programms vorstellen. Und wenn die Mitglieder, die Genossinnen und Genossen der Meinung sind, es braucht jetzt eine Erneuerung dringend der SPÖ, dann werden sie unterschreiben. Und wenn sie der Meinung sind, es braucht diese Erneuerung nicht, dann werden sie nicht unterschreiben. Und beides ist für mich in Ordnung. Aber es gibt ja auch welche, die sind der Meinung, ja, die SPÖ braucht eine Erneuerung, weil das ist ein dysfunktionaler Haufen. Und ich drücke es jetzt genauso brutal aus, wie es viele in der SPÖ denken. Aber Rudi Fussi ist der Meister des Dysfunktionalen. Ich glaube nicht, dass die meisten zur das Wort dysfunktional kennen, die mich kritisieren. Es sind nicht aber, alle in der SPÖ. Das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, wir haben sehr viele tolle Genossinnen und Genossen bei uns. Nur, dann sollen sie sich zur Verfügung stellen. Ich finde das lächerlich, wenn man sagt, ja, ich hätte gerne Erneuerung, aber der sie nicht, wer dann? Die Feige. Ja, natürlich. Natürlich. Mhm. Ist es mutig? Ich finde nicht. Jetzt gleichzeitig, da kenne ich Sie gut genug. Sie wissen ja, dass Sie keine reale Chance haben, das weiß ich nicht. Wirklich Parteivorsitzender der SPÖ zu werden. Sind Aber Sie glauben sich sicher? Sie? Ja. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher, dass Sie nicht die Unterschriften wetten Sie schaffen gerne, können. Frau Dahl? Ich wette gerne. Ja. Was wollen wir denn wetten? Dass Sie nicht Parteichef werden? Ja. Eine gute Kiste, was trinken Sie gern? Rosé. Gilt. Ob die Wette gilt. Sehr gut. Trotzdem, also ich glaube auch nicht, dass Sie ernsthaft glauben, dass Sie Parteichef werden können. Gut, da kann man nicht wetten, weil in den Kopf können Sie nicht hineinschauen. Nein, aber grundsätzlich. Aber ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, Parteichef zu werden. Die große Hürde ist jetzt die 14.000 Unterschriften. Wenn die geschafft sind, bin ich der Meinung, dass ich das gewinne.
Bei einem Parteitag? Nein, bei einer Mitgliederentscheidung, vergessen Sie nicht. Naja, aber am Ende braucht man trotzdem einen Parteitag. Ja, aber am Parteitag. Beim letzten Mal war es ja auch schon so, Andreas Babl hat ja den Mitgliederentscheid nicht gewonnen. Genau. Er war Zweiter. Und hat dann unter Aushebelung, Zweiter ist Zweiter, stimmt, wenn Sie einen anderen Kammerrennen anschauen. Stimmt, ja. Ich glaube nicht, dass die SPÖ ein zweites Mal den Fehler begehen würde, die Mitglieder zu überholen. Und wenn doch, dann ist für alles andere, was danach passiert, die Partei verantwortlich. Mhm. Aber was machen Sie, wenn, sagen wir, Sie schaffen diese knapp 14.000 ja. Unterschriften, es kommt der Mitgliederentscheid, und Andreas Babler gewinnt das Haus hoch. Dann gratuliere ich ihm von Herzen, werde ihn umarmen und gehe zurück in mein Leben als Unternehmer und bin genauso glücklich wie vorher. Mhm. Und wenn dann plötzlich Christian Kern auftaucht und sagt, Rudi, jetzt verzichte, ich versuche es noch einmal. Das sind so hypothetische Fragen. Ich schließe aus, für irgendjemanden zurückzuziehen, selbst für einen meiner besten Freunde. Mhm. Weil, Entschuldigung, das wäre so, wie wenn man sich auf einen Berggipfel tragen lässt. Bin kein Sherpa. Mhm. Wie lang haben Sie diese Kandidatur vorbereitet? Vorbereitet gar nicht, um ehrlich zu sein, sonst wäre ich nicht da. Wie lang haben Sie mit dieser Idee gespielt, anzutreten? Als das erste Mal ich den Jubel am Wahlabend sah, in der SPÖ-Zentrale und danach, habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein, das ist erbärmlich. Wie kann man sich nur selbst so verzwergen als Partei? Und als dann der Bundesparteivorstand ein weiter so beschlossen hat und als ich dann noch gehört habe vom Parteivorsitzenden, dass die Bundesgeschäftsführung eine hervorragende Arbeit gemacht habe, ich meine, verarschen kann man sich selbst, verzeihen Sie. Wären Sie Parteivorsitzender der SPÖ gewesen, wie hätten Sie denn an dem Wahlabend reagiert? Ich wäre zurückgetreten in der Sekunde und ich würde auch, wenn ich Parteichef wäre und die SPÖ wäre im Wahltag nicht Erster, würde ich in der Sekunde zurücktreten. Das können wir auch gerne wetten. Aber dass Sie nicht glauben, dass ich es schaffe, ist die Wette auch sehr hypothetisch. Da wäre sie hypothetisch. Aber das verlangt die Verantwortung. Man kann nicht vollmundig versprechen, wie es Andreas Babler gemacht hat, ich bringe die Partei nach oben, ich demokratisiere sie, ich erbringe Erneuerung. Das einzig Neue war, dass er ein Mandat bekommen hat, der Spitzenkandidat, der Rest sind alles altes Personal. Mhm. Es gibt nichts Neues an dieser SPÖ. Das ist ja das Problem. Ich möchte jetzt noch einmal zu allfälligen Koalitionen kommen, weil Sie haben sich vorher sehr, sehr scharf gegen die FPÖ geäußert. Das heißt, Sie sind logischerweise gegen einen Kanzler Herbert Kickl, nehme ich mal an. Da müssen wir uns nicht lange aufhalten. Genau, da brauchen wir jetzt auch keine Wetten abschließen. Gleichzeitig muss ich noch einmal dazu zurückkommen, glauben Sie nicht, dass Ihre Kandidatur und eine wochenlange, unter Umständen wochenlange Debatte, solche Koalitionsverhandlungen zwischen Rot, ÖVP und NEOS am Ende sehr wohl torpediert, ewig hinauszögert, weil man ja dann nicht wissen kann, was hat eigentlich Andreas Babler in der SPÖ noch zu sagen? Also ich habe den Eindruck, nachdem ich mir das Verhandlungsteam ansehe und die Art und Weise, wie man mit Andreas Babler von Seiten Wien und der Gewerkschaft umgeht, dass er ohnehin nichts mehr zu sagen hat. Und insofern ist die Frage irrelevant. Und das Torpedieren, das ist ein Argument jener, die jetzt sich schnell in den bequemen Polstern bequem machen wollen. Ja, immer in der Regierungsfunktion, weil in der Privatwirtschaft wären sie ja nicht erfolgreich und hätten auch nicht solche Einkommen. Also weil Sie das zum zweiten Mal mit den quasi Regierungspolstern sagen, würden Sie als SPÖ-Vorsitzender in der Theorie gegen eine Koalitionsverhandlung mit der ÖVP sein? Na, keinesfalls. Im Gegenteil, ich hätte längst verhandelt und hätte auch schon wahrscheinlich Ergebnisse vorzuweisen. Denn es ist ja jetzt schon, es ist ja völlig absurd. Man weiß ja, was die Koalitionsoptionen sind. Wenn man Herbert Kickl nicht dabei haben will, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass ÖVP und SPÖ zusammenarbeiten unter der Hereinnahme eines dritten oder gar beider Kleinparteien. Was auch einen Charme hätte, eine Konzentrationsregierung zu bilden, aber wir kennen Österreich, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Das heißt, die realistischste Option ist natürlich eine Regierung, die aus ÖVP, SPÖ und dann NEOS oder Grünen besteht, völlig richtig. Mhm. Und das würden Sie auch befürworten? Jetzt frage ich Sie auch als einfaches SPÖ-Mitglied. Die staatspolitische Verantwortung gebietet das, wir brauchen eine Regierung. Mhm. Wie lange haben Sie vor, diesen Prozess der Mitgliederbefragung hinzuziehen? Gar nicht hinzuziehen, sobald ich die Unterschriften hätte. Okay. Aber welchen Zeithorizont setzen Sie sich? Bis Ende des Jahres. Also bis Ende des Quartals, so wie es vorgesehen ist. Vielleicht haben wir ein schönes Weihnachten. Mhm. Und falls ja, müsste es dann einen Parteitag. Einen Mitgliederentscheid zuerst? Ja, klar, ein Mitgliederentscheid kostet. Dann besteht noch immer die Möglichkeit, dass sich andere Kandidaten melden. Wer weiß, vielleicht würden dann Wien und die Gewerkschaft erneut sich jemanden suchen, den sie dann danach nicht mehr unterstützen. Diese Möglichkeit besteht.
aber das kann man niemandem verdenken, wenn man unbedingt nur in einer Oder Hans-Peter Doskozil schickt doch einen Kandidaten, nicht unbedingt sich selber, aber einen anderen Kandidaten aus seinem Flügel. Ich kann nichts ausschließen für niemanden. Ich kann nur sagen, wenn ich die 14.000 schaffe, werde ich für niemanden zurückziehen und werde das bis zum bitteren Ende durchkämpfen, weil es nicht um mich geht, sondern um die Erneuerung der Sozialdemokratischen Partei als staatstragende Partei, die in der Vergangenheit historische Erfolge für uns alle errungen hat. Für Sie, für mich, für unsere Eltern, die aber ihre Spur leider Gottes verlassen hat. Und ich bin dafür da, sie wieder in die Spur zu bringen. Mhm. Ich habe es vor der Werbepause angekündigt und ich möchte das Thema jetzt auch besprechen, weil natürlich auf den sozialen Medien liest man sehr viel von Unterstützern von Andreas Babler, von diversen Verschwörungen, die rennen würden gegen Andreas Babler. Kommen wir zuerst zur angeblichen medialen Verschwörung, die offenbar schon seit etlichen Monaten läuft. Wir wissen zwar nichts davon, aber irgendwo kann ja immer irgendwas sein, was die Betroffenen nicht wissen. Was halten Sie von diesen Theorien? Ähnlich verrückt, wie man mir unterstellt, verrückt zu sein, weil ich für den Vorsitz kandidiere. Nein, Entschuldigung, muss ich zurücknehmen, ich halte es für eine Spur weit verrückter. Denn es ist natürlich völlig gaga. Natürlich gibt es Medien, die im Besitz gewisser Interessensgruppen stehen, aber es ist ja nicht so, dass ein Medium an die Babler diktiert hätte, ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm namens 32-Stunden-Woche zu fordern. Das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag ist, dass Menschen von 40 Stunden leben können, wenn sie arbeiten gehen. Ich halte das für völlig verrückt. Die Medien seien schuld. Ja, die Medien schreiben die FPÖ runter, seit es die FPÖ quasi gibt, seit sie relevant ist, seit der Aufstieg von Jörg Haider. Wobei das so auch nicht stimmt, naja, wenn man vergleicht freundliche französische Medien über die Partei von Marine Le Pen. Ja, aber das ist eine entwickelte Demokratie, das muss man unterscheiden. Da sind auch die Medien andere, weil Frankreich ein größeres Land ist bei uns. Wir haben eine Großstadt, im Wesentlichen Wien. Wir alle kennen uns seit Jahren. Es ist jetzt nicht deswegen automatisch schlechter, aber es ist schlechter. Also die mediale Qualität ist schlechter. Nur, dass man daraus jetzt eine Kampagne macht, nur wenn man sein Ziel nicht erreicht. Glauben Sie mir, die politische Qualität in Frankreich ist auch weit besser? Ich würde sagen, man kann es gar nicht vergleichen. Es handelt sich um unterschiedliche Universen. Mhm, absolut. Nur wenn die SPÖ natürlich, oder wenn Teile der SPÖ, weil es ist nicht die SPÖ der Meinung, dass es eine Medienverschwörung gibt, aber die Meinung ist, dass eine Medienverschwörung auch rund um Sie gerade aktiv ist, bedeutet das ja, dass Sie Teil dieser Natürlich. Verschwörung sind. Natürlich. Ich bin auch zu diesem Interview mit einer Untertasse hergeflogen, begleitet von Reptiloiden und Freimaurern von der Ostküste. Oje. Und die zwingen mich und jetzt... Vom CIA bezahlt. Und vom CIA bezahlt natürlich. Und, das ist ein Gag für uns. Also falls jemand glaubt, bitte... Nein, ich halte das für verrückt. Okay. Jetzt schon zum Abschluss kommend... Geht es Ihnen in Wirklichkeit um 15 Minutes of Fame? Die hätte ich in meinem Leben schon mehrfach gehabt, oder? Ja, aber manche kriegen nicht genug davon. Manche, ich bin nicht manche, ich bin Rudi Fussi. Okay, und wenn jetzt, sagen wir, nächste Woche Andreas Babler anruft und sagt, Rudi, ich glaube, ihr seid bei du. Natürlich, als Freunde wäre es merkwürdig, wenn wir uns sitzen würden. Naja. Beste Freunde. Beste Freunde habe ich nicht gesagt, mein bester Freund. Das war jetzt meine quasi Wertung, ironische. Okay. Und er sagt plötzlich, du Rudi, weißt du was, setzen wir uns zusammen und finden wir irgendeine Aufgabe. Jederzeit. Eine Aufgabe für dich innerhalb der Sozialdemokratie. Ja. Du kannst eine Reformgruppe leiten, so verändern wir die SPÖ. Ich habe das ähnlich einmal für Andreas Babler tatsächlich in Niederösterreich organisiert. Als Sven Hergovich Parteichef wurde, habe ich ihm gemeinsam einen Deal organisiert, dass er Bundesrat wird und eine Reformgruppe in Niederösterreich leitet, die kein einziges Mal getagt hat. Daran habe ich kein Interesse. Verstehe. Gut, Rudi Fussi, wir werden natürlich genau beobachten, wie das Ganze weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit der Umfrage der Woche bei Niki Fellner weiter. Und da gibt es ziemlich spannende Nachrichten, sowohl was die Sozialdemokratie betrifft als auch die FPÖ. Bleiben Sie dran.